Ja, bestes Championat für den Level 1-Test. Oh mein Gott, New Hillcrest. Was habe ich mir nur dabei gedacht, ausgerechnet dieses Championat auszusuchen? Naja gut, gucken wir mal, was passiert. So, ich zeige euch jetzt einmal kurz die Werte von Agathe mit Champi-tauglicher Ausrüstung. Wir liegen bei 11 Stärke, 5 Disziplinen, 11 Geschwindigkeit, 1 Punkt auf Ausdauer und 6 auf Agilität. Auf einem Shire Horse, was noch absolut kein einziges Rennen von innen gesehen hat. Gucken wir mal, wie es läuft. So, jetzt bin ich doch sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Hier sind noch andere Shire Horses am Start. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die eventuell schon das ein oder andere Rennen hinter sich gebracht haben. Ich finde es ja gerade immer ganz interessant, den ersten Test hier wirklich... Eieieiei, da habe ich eine Fahne übersehen hinter dem dicken Popo. Ich finde es ja ganz interessant, wirklich den ersten Test immer auf Level 1 zu machen. Um schon mal so die Grundwerte, die grundsätzlichen Stats des Pferdes testen zu können im Championat. Was man dann letzten Endes daraus macht, ob man jetzt mehr auf Agilität geht oder ob man vielleicht so ein bisschen mehr auf Stärke geht, auf Reiten sollte man immer gehen, aber welche anderen Werte man dann letzten Endes nutzt, oh Mist, das muss so ein bisschen anders. Das lief so gut bis dato. Das muss so ein bisschen jeder für sich auch rausfinden. Und das kann auch von Championat zu Championat abhängig sein. Also das lässt sich jetzt gar nicht so hundertprozentig perfekt beantworten. Von daher, wie gesagt, finde ich das immer ganz interessant mit den Grundwerten. Okay, natürlich könnte ich auch hier jetzt mehr auf Stärke gehen als auf Agilität, aber ja. Ich muss aber sagen, dass ich bislang einen sehr positiven ersten Eindruck habe dafür, dass das Shire Horse so breit gebaut ist und ich es nicht unbedingt mit den breiten Pferden habe. Was die Championate angeht, ich bin das alte Shire Horse nicht gern geritten. Ich bin das Clydesdale, bin ich ganz, ganz ungern geritten. Das liegt aber auch mit an den Animationen und allem drum und dran, dass ich mich damit irgendwie langsamer noch gefühlt habe. Also hier ist der erste Eindruck auf jeden Fall besser als gedacht. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, ob dann tatsächlich noch ein weiteres Shire einziehen wird, aber die Chancen steigen. Ich bin gespannt. Platz 5 beim ersten Champi. Ich bin zufrieden.